So Leute, wir machen weiter mit Let's Play Kingdom Hearts. So, ich habe jetzt auch ein neues Team, wie ihr seht. Also, beziehungsweise Rebecca ist fertig. Also habe ich ein nächstes Rentier. Weiß was nicht. Ne, Hirsch ist es. Genommen. Oh, okay. Er schmeißt Fässer runter. Da bin ich ja ganz aus dem Häuschen. Ich meine Panzer. Fässer, das hatten wir ja noch nie, gell? Donkey Kong. Okay. Irgendwo hier muss ein Käfig sein, wo auch noch eine Truhe drin ist. Oh, die Kamera nervt mich gerade übel. Jetzt. Jetzt komm. Hat mich diese Scheißfass jetzt echt noch erwischt? Ich glaube, ich kotz. Scheiß Panzerknacker. So, jetzt kommt die Stelle, wo mir jedes Mal das Aufnahmeprogramm abgekackt hat. Ich weiß nicht wieso. Okay, aber jetzt scheint alles zu laufen. Gut. Dann keine Ahnung, was war. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh, da fällt mir gerade auf. Versuchen wir mal. Kreuzungen. Holy moly, ist das geil. Oh, der Frosch, der bleibt auf jeden Fall. Okay, ein Panzerknacker schon mal down. Das ist auf jeden Fall übelst nice. Das muss ich mir merken vom Frosch. So, das sind sie da. Sora, thank you. Princess Minnie is safe. We couldn't have done it without you. Sure. Happy to help. It's the bad guys! Huh? Thought we'd go down easy peasy, eh? Let me at him! All right. We can do this all day. Wait, Sora. Got any suggestions, Goofy? Oh -ho! You've got an idea? And it might even be a good one, too. Hold on. Sure. Take your time. Hell'd I do? Yeah! We did it! Hooray for the Musketeers! We did it! Huh? Do you see that? Hmm? What's up? Hey, you! Not so fast! But, Goofy, where are you going? What's the matter, Sora? Hold on! Oh, Mickey,
Goofy just sort of took off. Goofy's gone? But why would he leave his post? Not you too, Donald! What do we do? It's a disaster! Calm down, Donald. Start from the beginning. The captain's gonna kidnap Princess Minnie! What? But he's the one who made us musketeers! It was all a big lie! A lie? Well, lie or no lie, musketeers don't ever run from danger! Then it's time for me to get a new job! Donald! Wait! Together we can stop Captain Pete! Yeah! We're in this together! Come on, we'll be right beside you. Because we're friends. I just can't do it. I'm sorry. Donald! Donald. He'll be back. I know it. Aw, thanks, Sora. So this captain guy's the culprit. I wonder what he's up to. What am I up to? Huh? I'm up to plenty! Oh, Pete? Who's that? A stranger looking to be endangered. You! Mangle these yardsticks! Captain Pete, by the power vested in me as a musketeer, I arrest you, mister! That's a good one. Well, how's about this? By the power invested in my fist, I clobber you! Oh, Mickey! Sora? Sora? No. Donald. Goofy. Where's Mickey? Captain Pete and his guys took Mickey to Mont Saint-Michel. And that means he's in big trouble. Once the tide comes in, the dungeon will fill up with water. And so will Mickey. Well, come on. We gotta go save him. Oh, but how? What are you saying? You and Goofy wouldn't have come back if you weren't ready to save him. We're friends. Friends for life. Remember? Yeah! Best of friends to the very end. Good. Let's go. Okay. Right. Wisst ihr, damit kann ich leben. Ich wurde von den Häschen geknallt. Ha! Vom Bunny. Zur Küste? Nee, zur Turmstraße, gell? Nee, fuck. Falsch. Zur Küste. Okay. Machen wir alle. Wieso kommen jetzt eigentlich nur so viele Häschen? Ich will keine Häschen platt machen. Oh, Sturz. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Shit. Ich wechsle ja jetzt auf Rico. Oh Mann. Ich könnte eigentlich aber auch gleich sofort wieder rüber wechseln, wenn ich Lust habe. Oh, was machen wir jetzt? Mache ich mit Rico weiter? Wäre eigentlich schlauer, wenn ich mit Rico weitermachen würde. Okay, wir machen Sturzdämpfer. Angriffsvorteil machen wir 80. Und Sturzdämpfer machen wir. So. Okay, dann machen wir halt weiter mit Rico. Mit dem ich natürlich wieder auf der Suche nach Truhen war.
Oh, das sollte ich immer besser vorbereiten eigentlich. Mal ohne Witz. Sollte ich wirklich. Wie komme ich denn hier jetzt nochmal raus? Ah, ich muss jetzt echt nochmal dieses Kackding... Oh. So was kann ich aus dem Tod nicht ausstehen. Jetzt komm, ich will hier raus. Zum Glück ist da vorne eh gleich ein Speicher dann. So. Und dann gehen wir jetzt mit Rico zu den Musketieren. Ah, mussten jetzt die Gegner kommen, bevor ich zum Speicher bin? Nervig. So. Weltkarte. Stufe 28. Ich weiß gar nicht mal, welche Stufe ich gerade mit Rico bin. 26? Ach, der hat natürlich wieder einen Gegner. Ah. Jo, mach mal hin, du blöder Tentakel. Den hatte ich aber doch vorher schon mit Rico als Gegner. Ist man so unkreativ. Naja, was soll's. Bist du jetzt down? Ah nein, er hat noch einen Rücken. Das ist neu. Aber der hältst du es auf jeden Fall nicht. Mach die Klappe auf. Das ist ein echt komischer Kampf. Hä? What the fuck? Ich blick das nicht. Nee, ohne Spaß, ich blick das nicht. Wieso habe ich überhaupt schon wieder mit Rico einen Gegner? Ah. Wieso hat das jetzt wieder nicht geklappt? Okay, jetzt sind wir schon wieder so weit wie vorher. Ah, ich wollte gerade angreifen. Ah.
kann ja noch nicht mal Magie einsetzen, weil ich da nichts bekomme. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen die Steine. Ah, ich glaube, ich habe es kapiert. Ich muss mich hinter die Steine verstecken. Schätze ich mal. Wie gesagt, schätze ich zumindest. Okay. Ah, die Meldung kommt jetzt, gell? Die Meldung kommt jetzt. Wie geil, gell? Wie nett das Spiel manchmal ist. Du scheiß Bastard, ja. Kleiner Octobastard. Natürlich hat er mich jetzt getroffen. Komischerweise ist es jetzt länger offen geblieben, gell? Schwachsinn. Aber hey. Ich will ja nicht immer dieses Spiel kritisieren, gell? Ich will's eigentlich nicht. Lustig, dass denn die Bilder da hinten eigentlich im Prinzip so war, seine Story da schon spoilert. Ach man, so knapp. Ich brauch schon 3 Minuten für den Spaß. Oh, da hat er aber jetzt mal ein bisschen nachher angelegt, gell, mit den Strahlern. Das heißt, er greift bestimmt jetzt auch mit allen 4 ein. Ne, tut er nicht. Ah, aber dafür dreifach. Egal. Dafür. Wow. Wieso? Weil er mich jetzt einmal gestriffen hat, oder was? Boah, das Spiel regt mich manchmal so auf. Jetzt aber. Verreck, du Mistfisch. Geht doch. Was für ein elender Bastard. Da kriege ich jetzt einen Rang C. Wenn nicht noch schlechter. Wenn es überhaupt noch schlechter ging. Did I end up in this time? Well, one thing's for sure. That guy adds up to trouble in any world. Mindestens Rico ist schlau genug, das gleich sofort zu begreifen. Okay. Ach, wie mich dieser Tentakel-Spast jetzt das immer noch im hinterher noch aufregt. Ja, Mann, Leute, das regt mich so dermaßen auf. Was soll denn die Kacke? Ach, das ist so ein Überraschungsspast.
Denkst du, du bist witzig? Scheiß Fisch. Aua. Ich denke mal, damit habe ich jetzt alle Truhen in diesem Bereich. Oh, Löwe. Löwe, Leo. So, aber ich würde sagen, Leute, ich beende den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.